Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Penaken. So, Leute, heute geht's gegen Gladbach. Mal gucken, ob wir gegen die Gladbacher mal wieder weiter unbesiegt bleiben, Leute. Das wäre halt wichtig, Leute, um oben dran zu bleiben an den Top-Teams. Dass wir oben dran, weiter oben dran bleiben, sozusagen. An der Tabellenspitze, Leute. Das ist so unser Ziel, dieses DFB-Pokal haben wir ein souveränes Spiel in die, was ein souveränes Spiel, haben wir es gepackt, in die nächste Runde des DFB-Pokal zu kommen, Leute. Das ist wichtig und dann, und jetzt gucken wir einfach, dass wir jetzt gegen Gladbach einen Dreier wiederholen, um sozusagen da oben, weiter oben mitspielen, um die so lang, ja, da lass mal ja, wir sind immer noch ungeschlagen, Leute, leider gegen Stuttgart haben wir leider nur einen Punkt geholt, leider. Leider nur einen Punkt gegen zu holen. Das ging, und jetzt müssen wir halt wieder Punkte machen. Und wir müssen wollen ein bisschen ruhiger spielen. Wir müssen ruhiger spielen, Mann. Wir müssen ein bisschen ruhiger spielen, Leute. Weil das ist unser nächstes Ziel. Ruhiger spielen, ruhiger. Und dann schöne Chance arbeiten. Das ist, und halt schön weiter drauf. Wir sind immer noch, wir waren schon lange noch unbesiegt. Ja, Sensation. Gegentor kassieren wir immer noch kräftig. Das ist halt, wir müssen ruhig unser Spiel machen. Versuchen, im Fehler in der Aufbau zu machen. Und vorne halt Kay Musiala, die halt immer in Szene setzen, Leute. Und dann einfach ruhig das Spiel durchziehen, ruhig aufbauen und dann gucken, den Gladbach jetzt einen Dreier zu holen, wäre halt schon wichtig, dass man und erst unbesiegt bleiben und halt schon früh Punkte holen für die Meisterschaft und halt, dass man, das sind jetzt unsere Ziele für die. Und jetzt einfach ruhig das Spiel durchziehen, Sachen ruhig. Und dann einfach, wir wissen, die Mannschaft ist gut drauf. Und wie gesagt, Leute, das Torhüter, das so angepriesen wurde, ehrlich gesagt, Leute, so angepriesen wurde. Kann man eigentlich nicht nehmen. Ne, 52 allerdings. Bis man den hochpusht haben, das dauert noch. Das ist mindestens noch 4-5 Jahre wahrscheinlich. Bis man den dann so lang können wir an. So lang können wir. So lang war. Boah, ich hab gedacht, warum darf man den Bunny cutten? Wo ich spiele, mir wisst, Seide.
War schön mitgenommen, aber am Ende dann. Eins null Bayern. Und von der stabilen müssen versucht die Abwehr auch von stabil hinzukriegen, Leute, stabil. Und mit der stabilen Defensive anfange jetzt, Leute, langsam. Und dann halt langsam die Mannschaft aufbauen, ruhig spielen. Bin auch defensiv spielen. Alle meinen, der Ma Kane ist eine Maschine, aber wenn er so gut. Ruhig, so müssen wir mal, wenn wir so unser Spiel durchziehen können. Ja, schade, es war keine gute Idee. War keine gute Idee von uns, ne? Leider nicht, aber genossen. Leider ein bisschen zu hoch angesetzt von dem Gladbach. Und Kane macht 2-0, ja, wichtig, Gebo. Ja, wir wollen diese Saison um die Meisterschaft gehen. Letzte Saison haben wir Pech gehabt, irgendwie nur, sind wir früh rausgefallen, Leute. Boah, und Kane macht zurzeit wirklich alles, was er machen will. So ruhig, das spielt sie. Und Kane die Maschine macht heute. Boah, die Maschine, Mann. Kane die Maschine, boah. Alter, wenn er so weiter ballert, Leute. Alter, holt er sich den. Boah. Hab ich gesagt, einfach das Spiel.
Okay, alles war gut, Leute, von dem Gladbach. Ah, Mann, bitte. Drei nun ist ein schönes Ergebnis. Oh. Oh, Gladbach kommt heute um alle. Sie wissen, es geht um. Ja, Bayern ist heute im Megashow und die Maschine Kane aller die. Hey, Maschine, die läuft heute. Die Maschine Köln, die läuft heute wie ein Schweizer Uhrwerk heute. Wie ein Schweizer Uhrwerk heute. Wie ein Schweizes Uhrwerk. Fünfzehn Tore in. War 15 Tore in. Ah, da waren wir ein bisschen zu unvorsichtig, Leute. Ah, da waren wir ein bisschen zu unaufmerksam, Leute. Und jetzt die erste Hälfte öffnen. Der Mann! Das sind die Leichtdienstfehler, die man jetzt immer hart kriegen. Die müssen wir abstellen, die Leichtdienstfehler alle. Im Aufbau spielen die Fehler machen. Oh Mann. Die zwei Gegentore, die waren so unnötig, Leute. Jemand. Die zwei Gegentore, die waren so unnötig, Leute. Die sind so unnötig. Es hat eigentlich gut, es lief gut, Leute, nur dann die letzte 5 Minuten, Leute, die letzten 5 Minuten. Die letzten 5 Minuten waren das Problem, Leute. Oh, you. Oh, man. Oh, no.
Ja, die im Das ist so unser Ding, was man zurzeit, was wir haben. Das Stellungsspiel bei uns in der Wohnung, Mann, das Stellungsspiel ist echt mies. Boah, und dann wieder die Fäden. Boah, Alter, das kann. Ah, Mann, Alter. Alafi. Boah, alle Leute. Alter, was geht? Oh, Junge, was geht denn jetzt ab, Leute? Was ist denn da passiert, Leute? Wallamroga. Gladbach ist gerade ein bisschen im Hai drin, Leute. Junge, Gladbach, Mann. Aller Gladbach tut es gerade ein bisschen Haie. Aller 4-0-4, Mann. Boah, Fingopong, Alter, Dave, Mann. Junge, was ist denn jetzt gerade passiert? Was geht jetzt in den letzten Minuten ab, Leute, mit Bayern? Ah, fünf, eine Halbzeit, Alter, 40 Minuten Mitka und dann Gladbach. Oh, und jetzt alle 4 Tore durch Kane, die erste Hälfte gemacht, Leute. Und jetzt 5 Gegentore in Serie dafür. Alter, das kann ich da doch nicht, Alter, was geht jetzt ab, Alter, Junge, das kann man, Alter, Junge, was ist denn jetzt? Hallo, Leute, auf, Mann, Alter, was geht denn jetzt ab? Spielen, Alter. Oh, Alter, Mann, was ist noch, Alter, alles Ganze jetzt, ey. Boah, Alter, was ist jetzt los, Alter, Leute? Junge, boah, Alter, Mann, oh nee, das kannst du echt nicht vorstellen, was geht denn hier ab? 4-0 für mal, Leute, und jetzt kassieren wir das 7. Tor in Folge, Leute. 7. Tor in Folge, eventuell, Leute. Boah, also das kannst du mir nicht vorstellen, was ist hier los? 7 Gegentore, nein. Boah, Alter, was ist denn? Alter, erste Hälfte dominiert wie ein Weltmeister und jetzt plötzlich brechen wir komplett. Alter, und schon wieder ein Sto Alter, was ist denn? Warum Alter der Ball? Junge, das kannst du heute nicht zumuten, Alter, Leute. 4-0 geführt. 4-0 geführt, Leute. Und 3 und dann 7 Gegentor kassiert wieder. Heißt das Spieler. Ball. Ich glaube, Alter, was ist jetzt mit dem Momentum, Leute? Ich glaube, das Momentum von das Spiel, das Junge, was ist denn jetzt gerade, Alter? Ich verstehe.
erste Hälfte so dominiert, Leute, und die zweite Hälfte. Erste Hälfte dominieren hat das Spiel Tally und in der zweiten Hälfte. Oh, alle werden jetzt erballert. Ach, Alter. 9-0, 9-4, Alter. Boah, was ist denn das noch? Was die Alter. Junge, was ist denn das hier jetzt? Was ist denn das, Alter? Das ist so wie das eine Spiel gegen Napoli, glaube ich. Müsste, glaube ich, Napoli sein. Das ist doch das Spiel wie gegen Napoli, Leute. Wie gegen Napoli, Leute. Alter, das Spiel gegen Napoli. Alter, das Spiel gegen Napoli ist es drin. Wie gegen Napoli, wo man das Spiel hatte, oder? Ja, glaube ich. Alter, das kannst du dann nehmen. So. Junge, das kannst du echt nicht vorstellen, Leute. Was ist heute in der zweiten Hälfte passiert? Alter! Alter, so viel Pech kann man doch nicht haben heute mit. Junge, so viel Pech kann. Alter, boah, Alter, was ist denn. Alter, heute kassiert man so viele, wie man innerhalb von der 5. Aber das kannst du echt nicht vorstellen. Was ist heute in dem Spielbar? Junge, was das kann. Junge, das kann man, Junge, 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 Junge. Alter, 10 Gegentor, was ist denn heute? Alter, das Spiel ist doch nicht noch, das ist so gerade nicht passiert, oder Leute, das Spiel jetzt heute. Wie? Was ist denn heute gerade passiert, Leute, das Spiel? Alles kannst du ja doch nicht vorstellen. Was ist denn heute passiert in dem Spiel, Leute? Das kannst du doch nicht. Überdenke, Leute, das ist doch nicht normal. Was ist denn heute passiert? Was ist denn gerade Danke, dass Sie für ein kurzes Statement hier sind, so kurz wie nach dem willst du Spiel. dir das erklären, Leute? Wie willst du das? Das ist ein Blackout mega, aber das kannst du euch nicht vorstellen. Boah, Alter, Leute, Junge, wie kannst du das hier vorstellen, Alter? Junge, was ist denn das für ein Spiel gewesen heute, Alter? Alter, das kannst du da nicht vorstellen. Was ist denn heute passiert gegen Gladbach, Alter? Wenn nicht, wenn, Alter,
Was ist denn heute passiert? Was ist denn heute passiert in dem Spiel, Leute? Ich verstehe es halt gerade nicht mehr. Danke für diese kurzen Manfasch muss es nicht verstehen, Leute. Was war dann? Was ist da schiefgelaufen, Leute? Was ist da schiefgelaufen, Leute? Aber ich würde sagen, gegen Slavia Prag spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.